Ich bin der Rudi Ofer und das ist meine Frau, die Vegine. Wir leben in Österreich, in Tirol, in der Nähe von Innsbruck. Ich habe in Innsbruck studiert und zufällig einer von unseren Professoren sitzt auch im Rollstuhl und er veranstaltet immer diese Rollstuhl-Basketball und dort haben wir uns kennengelernt. Vor ca. 20 Jahren habe ich einen Skiunfall gehabt. Und da habe ich mir den 5. und 6. Halswirbel hier gebrochen. Es ist eine inkomplette Querschnittslähmung. Mich freut das Leben und ich merke einfach, dass man auch trotz des Handicaps des Rollstuhls ein sehr gutes, qualitativ hochwertiges Leben haben kann. Speziell bei uns in Europa, weil auch da die Infrastruktur auch gut ist und weil man auch als Rollstuhlfahrer absolut akzeptiert wird. Wir sind ganz besonders, indem dass ich aus Afrika bin und er aus Europa und wir haben zwei hübsche Kinder und ich fühle mich eigentlich wohl und ich fühle mich nicht diskriminiert von den anderen. Die Menschen sind mehr offen, ja, habe ich ein Gefühl. Man kann stolz sein, dass man wählen darf. In vielen Ländern auf der Welt kann man gar nicht wählen oder man hat nicht die Möglichkeit. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch seine Meinung ausdrückt, indem man wählen geht und sagt, in welche Richtung soll Europa gehen. Und